Die Kirchenverwaltungswahlen 2018 am Sonntag, den 18. November. Alle 6 Jahre sind die Katholiken in den bayerischen Diözesen aufgefordert, ihre Vertreter zu wählen, die aktiv in der Mitgestaltung in dem Verein beteiligt sind. Am 18. November finden in unserer Diözese Passau die Kirchenverwaltungswahlen statt. Ich kann Sie nur ermutigen, an diesen Wahlen teilzunehmen. Wir sind in einem großen Prozess der strukturellen und pastoralen Erneuerung. Wir gehen spannenden Zeiten entgegen und ich danke Ihnen herzlich für Ihren Einsatz und darf Ihnen die Unterstützung der Diözesanverwaltung versprechen. Im Bistum Passau stehen die Wahlen ganz im Zeichen des pastoralstrukturellen Erneuerungsprozesses. Unser Bistum, Glaube lebt, gemeinsam neue Kirche sein. Ich heiße Sebastian Hirschner, ich bin 65 Jahre. Ich arbeite jetzt die 4. Periode in der Kirchenverwaltung. Ich bin die Marianne Speckbacher aus dem Dekanat Altötting von der Pfarrei Marie Heimsuchung. Ich habe mich hauptsächlich für die Wiederkandidatur entschieden, weil die Verwaltungszentren entstehen und ich es durchaus als positiv sehe, dass die Verwaltungszentren die Seelsorger entlasten und auch die Kirchenpfleger. Vor 6 Jahren habe ich mich für die Kirchenverwaltung aufstellen lassen, weil ich mir sicher war, dass eine Frau in der Kirchenverwaltung, in der Kirche, manche Dinge anders sieht und anders angeht und bearbeitet. Für mich waren die 24 Jahre in der Kirchenverwaltung eine Bereicherung. Es war für mich eine Ehre, für eine Pfarrei, eine Kirche Verantwortung zu übernehmen. Die Kirchenverwaltungswahlen 2018 am Sonntag, den 18. November. Alle Informationen hierzu finden Sie auch unter www.bistum-passau.de.